Willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD und wir wollen mal ins Bettchen gehen. War jetzt ein fliegender Übergang im Part. Genau. Wir wollen ins Bettchen gehen, mal ganz kurz gucken, ob wir den einen wiederfinden am Tag. Und wenn wir den nicht wiederfinden, dann gehen wir ja direkt schon das mit dem Lied machen. Von daher, ja, ist auch super. Geht's direkt weiter mit Story. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich jetzt aufgenommen habe. Ich hatte gerade im Kopf 2. Da würde ich mich heute nur 4 machen unter Umständen. Ja, nur 2 Parts bisher. Weil ich so viel Nebenzeug erledigt habe, dass ihr gar nicht gesehen habt. Ja, ich habe das alles gar nicht gesehen, dieses ganze Farmen. Ich habe erstmal 1 Stunde gefarmt am Anfang. Und dann gerade eben noch Bambusspiel gemacht. So. Wir müssen eh zum Tag, ne, um weiterzuspielen. Und wenn ich ihn jetzt nicht finde, in den nächsten, was weiß ich, 3 Minuten, dann fliege ich einfach los. Nagelt mich nicht drauf fest, guckt nicht auf die Uhr und sagt jetzt, er ist 3 Minuten 15 nach ihm gesucht. Das war jetzt aber Streckung des Parts. So geht es aber gar nicht. Ich gucke mal ganz kurz, ob er was zu sagen hat, aber ich glaube, der hat nichts zu sagen, oder? Noch nicht. Nee. Okay. Wir gehen wieder. Gerade eben ging es hier im Chat ganz kurz um einen anderen Let's Play. Ich nenne den Namen jetzt nicht, der wohl sehr viel flucht. Ich kann das verstehen, wenn man die Motion Controls tatsächlich verwendet, glaube ich, weil ich fand die damals manchmal auch ein bisschen nervig. Aber ich finde jetzt mit den Controller-Controls geht das schon sehr gut. Also, ich wäre gespannt, das Spiel nochmal durchzuspielen und den ersten Gieraren-Fight damit nochmal zu machen. Jetzt, wo ich die Controls ein bisschen besser verstehe und verinnerlicht habe. Beim Anfang hatte ich natürlich auch noch ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Ja, aber ich sehe ihn nirgends, also keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht muss ich auch erstmal weg. Na, damit es funktioniert. Das sehen wir dann schon irgendwann. Ach, da ist er doch. Aber er hat noch normale Sprechblase. Hallo Link, dank deinen Ausdauertränken konnte ich so viel trainieren, dass ich zu einem wahren Kraftpaket geworden bin. So stark wie du bin ich aber wohl immer noch nicht. Besuche mich doch nachts in meinem Zimmer, dann können wir uns noch ein wenig mehr unterhalten. Okay. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in die Nacht. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob der noch einen Ausdauertrank will. Wollt ihr nicht 3 haben? So, 3 die magische Zahl. Oh mein Gott, ich muss mal eben gucken. Ich mache hier gerade mal ganz kurz einen Guide auf dafür. Ah ne, 2. Okay. Ah ne, okay. Wir können das noch nicht abschließen, bevor wir nicht die 2. Flamme haben. Das lese ich gerade. Also geht's jetzt los. Zu dem Sturm, zu dem wir hin müssen. Oh nein! Nein! Dieses Spiel ist ganz schön unfair. Was soll das? Geh doch weg, Mann. Ich will doch nur durch das Portal fliegen. Warum lässt du mich denn nicht in Ruhe? Geh doch. Und was hinterm Portal auf uns wartet, ist überhaupt nicht cool. Aber wir haben noch eine kleine Kiste zu besorgen. Und wir wollen auch nochmal dahin. Hab ich gerade entschlossen. Was ich mich ja öfter frage, ist, ob Interesse daran besteht. Weil ich weiß ich weiß ja einfach, dass viele Leute Englisch können. Ja? Also ich nochmal. Also ich hätte schon mal Lust, so ein paar Zelda-Theorie-Videos zu machen, theoretisch. Weil viele dieser Sachen gibt es nur auf Englisch.
und die könnte ich nochmal auf Deutsch machen. Ne? Nochmal mit eigenen Ideen natürlich dazu. Natürlich keine 1:1 Kopie eines anderen Videos. Ist halt die Frage, wie groß da das Interesse ist. Also lasst es mich auch in den Kommentaren wissen. Im Twitch-Chat ist gerade positiv die Meldung. Aber lasst es mich auch gerne auf YouTube wissen, wie da eure Meinung so ist. Ob ihr da einfach jemanden, oder nicht jemanden, sondern ob ihr da Interesse dran habt, prinzipiell. Ein paar deutschsprachige Theorievideos zu haben. Das wird natürlich jetzt nicht sonderlich oft passieren, aus einem einfachen Grund, weil ich sehr viel streame. Das heißt, ich habe einfach nicht die Zeit, so viel Videoschnitt zu machen. Das heißt, es würde vermutlich jeden Monat mal so ein Video geben, wo ich mal 20, 30 Minuten über ein paar Theorien spreche und Trailer analysiere von Breath of the Wild 2 und so Sachen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, lasst es mir in den Kommentaren wissen. Wenn ihr andere Ideen habt für Videos, die ich zum Thema Zelda oder zum Thema Videospiele machen kann, dann gerne raus damit. Also da freue ich mich auch drüber. Okay. Ja, das ist klar, was die macht, eine Rubinmedaille, dann werde ich häufiger Rubine finden, dein Tasche ist voll, ist im Itemlager deponiert, wunderbar. Okay, das war alles, was es hier zu holen gibt, wa? Okay, dann gehen wir mal kurz rüber zu der anderen großen Insel. Bam, 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 badadam. Bam, 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 dun, 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 dun. Was ist das für eine Insel? Das ist auch ein Speed-Ding, nee. Aber da kann ich auch gar nicht rein, ne? Es gibt da später ein Ding für, womit man da rein kann, glaube ich. Na gut. Ich wollte mal eine ganz kurze Insel hier angucken. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr daran, was man hier auf der Insel gemacht hat. Deswegen gehe ich da einfach mal hin. Okay, das ist auf jeden Fall eine Göttinnentruhe. Die können wir natürlich nicht holen. Aber vielleicht gibt es auch noch eine normale Truhe, die man hier holen kann. Hier gibt es eine Abkürzung nach unten, die man freischalten kann, oder nach oben. Oh, das war dumm. Guck mal da. Ich kann das ja nochmal bewegen, oder? Nee. Das war ziemlich dumm, das zu tun. Ah. Wasser, okay. Da waren wir ja gerade eben schon, okay. Nee, nee. Spinnenweben, okay. Hm.
Aber eine normale Truhe gibt es ja scheinbar nicht. Da brauchen wir den Enterhaken oder Greifhaken. Ich sag immer Enterhaken, es ist so dumm. Weil es ist eigentlich ein Greifhaken. Egal, hier gibt's nichts. Hier gibt's, glaube ich, nichts. Es gibt noch eine andere kleine Insel. Irgendwo hier vorne war eine kleine Insel, glaube ich, da. Ich flieg einmal ganz kurz drüber, nur um sicher zu sein, dass da nichts ist. Ah, das sieht aus wie gar nichts. Okay. Das war's, glaube ich, an kleinen Inseln. Na gut, dann wollen wir weitergehen. Und die Hymne der Göttin vervollständigen. Oder ein neues Lied lernen war's. War nicht die Hymne der Göttin. Noch eine schöne Sache, die ich ankündigen kann, sollten wir bis nächste Woche nicht fertig sein mit Zelda Skyward Sword HD. Also sagen wir mal bis Samstag, aber ab Samstag ist halt quasi, oder ab Freitag, kann ich sehr viele Parts raushauen pro Tag. Da kann sein, dass wir dann 10 Parts am Tag raushauen, bis er nicht durch sein sollte. Jetzt wird es erst wieder schön. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, höre nun die Botschaft der Göttin. Sucher der heiligen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch 2 heilige Flammen fehlen dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu halten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heilige Flamme erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Dieses Lied heißt Nairus Weisheit, ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Du hast dir Nairus Weisheit eingeprägt. Ich werde Nairus Weisheit für dich aufbewahren. Mit der Auresuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich schon auf zur Wüste Ranel. Oh ja, die Wüste Ranel. Ja, die Reihenfolge wurde getauscht, also zweite und dritte. Trickser. Was stimmt gar nicht. Doch, noch. Nach Elde müssen wir auch noch mal am Ende. Oh, in Ranel ist das dann auch noch der. Oh, ich erinnere mich gerade, was in Ranel. Oh. Oh, mit dem Drachen. Ich erinnere mich. Hahaha. Das wird cool. Mann! Wüstranel wird cool. Wüstranel. Ich nenne es einfach Wüstranel. Die Wüstranel wird cool. Richtig cool. Ich glaube, auf der Insel war ich auch noch nicht da vorne. Das ist auch nix. Gar nix! Das ist einfach leer, Mann! Da, 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 da. Da-da.
Warum kommen wir nicht raus? Geht doch. Das ist quasi meine neue Art von Nutella. Das ist Wüstranella. Die beste Nutella der Welt. Wüstranella. Lecker, lecker. Wüstranella. Da, 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 da. Nein, hau ab! Da, 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 da. Ja, das ist dann die Nuss-Nougat-Creme mit Sandbeilage, die Wüstranella. Damit es schön knirscht beim Beißen. Oh. Da, 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 da. Oh, wisst ihr, was mein Problem gerade ist? Ach, wobei, nee, ich habe noch genug Tasche, Rubintasche. Ich hatte gerade, ich habe nicht mehr genug Platz in der Geldtasche. Ich dachte noch, ich habe die 1200 als Maximum, aber es sind ja 1900. Von daher passt das schon. Ich glaube, wir gehen einfach nochmal zur Wüste Ranell. Ja, ja. Wir sind in der Wüste Ranell angekommen. Suche mit der Aufersuche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Oh, ich hab die Medaille nicht ab. Oh, ich hab die nicht weggebracht. Kann kein Schild nutzen. Ja, das wird ja jetzt lustig. Na, das wird ja jetzt lustig, so ganz ohne Schild. Ich hab vergessen, das Ding wegzubringen. Ja, und gerade im Chat. Elden hört sich an wie ein Waschmittel Eldifix, brennt die hartnäckigsten Flecken raus. Die Prüfung wird schwer. Ich dachte, das mit dem Sand bleibt auch in der Geisterwelt. Das wird heftig. Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Oh, die wird übel, glaube ich. Puh, rein damit. Na, hier sind überall auch Ausdauerfrüchte. Gebieter Link.
Gebieter, in dieser Welt kann ich dir nicht folgen, da sie deiner Seele selbst existiert. Doch ich kann mit dir sprechen. Nur Auserwählten gewährt die Göttin Zutritt zu diesem Ort der Seiren. An diesem Ort, Nairus Seiren, wird deine Weisheit auf die Probe gestellt. Um die heilige Flamme, deren Kraft das Schwert stärkt, zu halten, musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen, Gebieter. Ja, das Seelengefäß hatten wir schon letztes Mal auch schon. Bringe das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist und deine Seele wird wachsen, Gebieter. Als Lohn wird dich die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Hast du noch Fragen an mich? Nein. Nun gut, mein Gebieter. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. Lass mich in Ruhe! Natürlich. Natürlich erstmal verkacken. Ja, der Sand ist immer noch, da fällt man immer noch runter. Der Sand, da muss er immer noch durchsprinten. Komm mal denn da hoch, bitte. Wie? Vogel kann ich nicht nutzen. Oh nein. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Boah, Glück gehabt. Jetzt bin ich am Arsch. Das werde ich nicht schaffen. Das war's. Ich muss von hier vielleicht. Nee. Oh, ich muss das Ding bewegen. Ich tue erstmal das kurz da vorne. Ha ha!
Ganz schön heftig. So, die letzte weiß ich noch, wo die ist, glaube ich. Ah, da muss ich auch wieder laufen. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht. Sollte man den Stamina vorher volllaufen lassen. Warum ist die Prüfung schon bei? Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Tja, das Problem ist, ich habe jetzt natürlich... Oh, okay. Die bleiben so, okay. Das ist gut für mich. Das ist wenigstens einigermaßen fair. Aber hier ist echt ein großes Gebiet. Und geschafft. Eieieiei. Du hast den Greifhaken erhalten. Oh yes, Mann. Einer der drei Schätze der Göttin. Nutze die Klaue in der Kette, um dich an einen Greifhaken ziehen oder an Efeu ziehen zu lassen. Richtig geiles Item. Gut gemacht, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Mit deinem reinen Herzen hast du die Kraft erlangt, die heilige Flamme zu finden. Dieser Greifhaken ist ein Schatz der Göttin. Nutze die Klaue in der Kette, um dich an Efeu oder Greifhakenzähler hochzuziehen. Die Flamme befindet sich irgendwo in der Wüste, Gebieter. Ich vermute sie an einem Ort, den du noch nicht betreten hast. Ja, ich weiß sogar, wo es ist, aber naja, Wayne. Erstmal wollen wir jetzt hier. Nice. Haben wir noch ein bisschen was anderes zu machen? Wir haben noch zwei Göttinnensteine, die wir jetzt, glaube ich, machen können. Sag ich ja.
Wir können ja noch buddeln, aber... So. Es gibt doch noch einen zweiten, oder? Ich glaube schon. Abkürzung. Hier war der auch nicht. Ich meine, aber es gab hier noch einen zweiten, den ich noch nicht hatte. Wir sehen nur gerade leider nicht. Na egal. So, da oben müssen wir hin. Genau da rein müssen wir, aber das erst im nächsten Part, auch wenn es gerade so laut ist im Hintergrund. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, macht das Beste aus eurem Leben und haltet immer die Ohren steif. Falls euch das Video gefallen haben sollte, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr mehr von diesem Inhalt sehen wollt, von diesen Videos, und ich das noch länger machen soll hier auf YouTube, dann gebt mir auch gerne ein Abo. Dann weiß ich, dass euch das gefällt und dass ihr das auch weiter verfolgen wollt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Mit Kakao. Oder so. Nee, ciao, ciao, Kakao. Aha.